Wenn ich irgendjemandem erzähle, dass ich Eishockey spiele, dann ist die erste Frage immer, ach so, was gibt's für Frauen? Nach wie vor ist es einfach so, dass die Männer einfach ja, mehr Sponsoren haben, mehr mediale Aufmerksamkeit. Wir sind genauso auf die Leute angewiesen, die einen 40-Stunden-Job haben. Deswegen haben auch wir bei den Frauen Bundeswehrplätze. Natürlich kann man nicht nur Bundeswehrplätze dazu bekommen, sondern kann sie auch gestrichen bekommen. Der Traum, jeder will noch Peking. Also allein, wenn ich das erzähle, kriege ich eine brutale Gänsehaut. Hallo Magenta Sportfans da draußen. Ich befinde mich heute bei einem Auswärtstrip, denn es geht für mich nach Süddeutschland, Allgäu, besser gesagt nach Füssen. Denn hier in Füssen, ja klar, es gibt das Schloss Neuschwanstein, super schön. Dennoch, hier gibt es das BLZ, Bundesleistungszentrum Eishockey. Und da besuche ich heute die Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft. Go! Geh durch, geh durch! Hinter das Tor! Zwei rote Stürmerinnen, schwarze Verteidigerin. Julia, wie viel Spaß macht es wieder mit allen Frauen da auf dem Eis zu sein und zu trainieren? Immer viel Spaß. Also ist einfach vom Leistungsniveau sehr geil. Und deswegen, wir haben ein großes Ziel vor Augen, deswegen macht es sehr viel Spaß. Mein Name ist Julia Zorn, ich bin 31 Jahre alt, komme gebürtig aus Germering, spiele seit dem Jahr 2003 beim ESC Planegg. Wenn ich irgendjemandem erzähle, dass ich Eishockey spiele, dann ist die erste Frage immer, ach so, was gibt's für Frauen? Und die zweite ist, ja, irgendwie hätte ich mir dich anders vorgestellt. Und wenn man dann fragt, ja wie denn? Ja eher so wie ein Mannsweib. Also ich glaube, man findet das Pendant ja genauso auf der männlichen Seite. Also ich glaube, wenn man jetzt einen männlichen Balletttänzer hat, ich glaube, dass die auch mit ganz vielen Vorurteilen zu kämpfen haben. Ich glaube, dass einfach Eishockey immer noch als ein Männersport angesehen ist. Und so ist das Denken der Trainer. Ja? Die wollen den Nachwuchs heranziehen sozusagen für die erste Mannschaft. Wenn ich gleich gut bin oder auf dem gleichen Level, dann wird immer der Junge vorgezogen werden. Ja. Mein Name ist Anna-Maria Reich. Ich habe meinen kompletten Nachwuchs beim EV Landshut durchlaufen. Bei den Jungs, dann gleichzeitig beim ESC Planegg Doppellizenz und das ist dann so fließend übergegangen. Ja, also reine Mädchenmannschaften gibt es ja eigentlich komplett gar nicht im Nachwuchs. Ich glaube, man muss da die Mädels dann vielleicht schon auch ein bisschen früher von den Frauenmannschaften einfach abholen, dass da dieser Übergang denen auch nicht so schwer fällt. Deswegen wäre es halt einfach auch cool, wenn es im Nachwuchsbereich schon Mädchenmannschaften geben würde. Mein Name ist Jenny Haas, gebürtige Füssnerin, spiele im Moment beim ESC Kempten in der Bayernliga bei den Männern. Bin 34 Jahre alt, also ich gehöre schon eher zu den Älteren, beziehungsweise bin ich die Älteste in der Mannschaft. Mein Debüt, meine erste WM habe ich damals 2005 gemacht bei der Nationalmannschaft. Und ja, inzwischen sind es glaube ich jetzt schon 10 Weltmeisterschaften und 2 Olympiaden geworden. Das allererste Spiel ist ja noch gar nicht so lange her. Der 3. Dezember 1988. Das Ganze war dann in Geretsried. Da hat man 5:6 verloren gegen die Schweiz. Ja, Siege gehören auch dazu, ganz klar. 16. Februar 2016 in Bad Tölz. 22:0 haben die Frauen gewonnen gegen die Türkei. Zu Siegen gehören natürlich auch Niederlagen. 21. März 1990 im Mutterland des Eishockeys in Ottawa gegen Kanada 0:17. Jenny, dürfen wir dich stören? Ja. Gewisse Marita Becker, sagt dir ja was, oder? Ja. Also hast da du auch schon einige Jahre zusammenspielen dürfen. Ich hätte immer noch einen bestehenden Rekord in Sachen Länderspiele. Was ist denn das für ein Typ gewesen? Ja, also die Marita, die war immer so ein Vorzeigeathlet. Also die war immer, glaube ich, die fitteste im Team und ist es wahrscheinlich immer noch. Die zeigt den Jungs in Ingolstadt bestimmt, wie man da im Kraftraum ein paar Gewichte hebt. Ich würde sagen, die war einfach brutal ehrgeizig und hatte einfach immer den Willen, ein Tor zu schießen. Sie hat das deutsche Eishockey sehr geprägt und ja, war auf jeden Fall eine super Athletin. Was ist das? Was machst du da? Warum machst du das? Das ist Leitertraining. Das ist ein bisschen koordinativ, bevor man aufs Eis geht. Man kann dann auch immer was dazu einbauen mit den Händen. Manchmal nimmt man Bälle dazu, dass sie, während du die Übung mit den Füßen machst, halt den Ball zu brauchen bekommst oder so. Und wenn man das länger macht, geht es natürlich auch ein bisschen auf die Pumpe, also dass der Kreislauf in den Punkt kommt.
Jetzt sind wir also vor der Kabine der Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft, also das absolute, absolute Heiligtum. Und da dürfen wir jetzt mal reinschauen. Wie sehr freust du dich aufs Training? Wie sehr ich mich freue? Ja. Ja, mega. Also ich war jetzt länger bei der Nationalmannschaft nicht dabei, weil ich verletzt war. Und deswegen ist die Freude groß, dass ich wieder mit dem Team zusammen spielen kann. Wir starten mit dem Kleinfeldspiel. Nore, auf geht's. Das ist nicht unbekannte Schweden-neutrale Zone. Tore sind so. Wie sehr freust du dich persönlich auf diese drei Qualifikationsspiele gegen Dänemark, gegen Österreich und gegen Italien? Sehr, also man darf keinen unterschätzen, würde ich sagen. Aber unsere Mannschaft ist ein gutes Team und ich glaube, dass wir da uns selbst die Chancen offen halten können, zu gewinnen. Ist denn die Ausrüstung bei den Frauen anders als bei den Männern? Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also klar, wir haben Gitter, die Männer haben nur ein Halbvisier. Aber ansonsten tragen wir genau dieselben Ausrüstungsgegenstände wie die Männer. Ihr versteht euch alle gut, hä? Aber da auf dem Eis, jetzt hat unterschiedliche Farben, da gibt es keine Freundschaft. Hä? Da gehen wir drauf. Und das ist genauso beim Zweikampf hier. Warum heißt es Frauen-Eishockey? Weil wir spielen Eishockey, es ist genau dasselbe. Ich finde, man sagt ja auch nicht immer Männer-Eishockey, sondern da redet man ja auch vom Eishockey. Es gibt, glaube ich, eine oder zwei Regeln, die sich unterscheiden vom Männer-Eishockey. Das ist einmal, dass wir verpflichtet sind, ein Vollvisier zu tragen, und das andere ist eben der Körperkontakt. Es ist ja aber auch nicht so, dass das Frauen-Eishockey körperlos ist. Es ist halt nur ein bisschen anders ausgelegt von den Regeln, aber an sich ist es dasselbe Spiel. Ich würde sagen, dass halt das Frauen-Eishockey einfach noch ein bisschen eine Randsportart ist, dass es einfach im Schatten vom Männer-Eishockey steht. Nach wie vor ist es einfach so, dass die Männer einfach ja, mehr Sponsoren haben, mehr mediale Aufmerksamkeit. Man muss ja nur mal einen DEL und einen Frauen-Bundesliga-Verein vergleichen, wie die Spiele vermarktet werden, wie viele Sponsoren es gibt und. Und da ist einfach noch ein Riesenunterschied. Ja, wie gesagt, es gibt kein Geld in den Verein, was ausgezahlt wird, und wir haben nicht so viele Nationalspieler, dass die ganze Liga nur aus Nationalspielern besteht. Das heißt, wir sind genauso auf die Leute angewiesen, die einen 40-Stunden-Job haben, die genauso zu den Auswärtsfahrten nach Berlin, nach Mannheim, nach Düsseldorf, nach Köln reisen müssen, wo auch immer es hingeht. Ja, für die ist es schon natürlich eine krasse Arbeitsaufwand, und wir sind aber auf die angewiesen und sind natürlich sehr dankbar, dass es die gibt. Das ist alles Eigeninitiative. Ich habe auch einfach mal wild an irgendwelche Colleges E-Mails geschrieben an die Coaches, hey, ich will spielen, was kann ich tun, wie sind die Möglichkeiten. Ja, es ist einfach so bei uns, dadurch eben, wie gesagt, dass wir nicht Profis sind, dass wir keine Profiliga haben in dem Sinne, ist das alles sehr viel, man muss sich selber kümmern. Die Bundeswehr, die Sportfördergruppe, die fördert alle olympischen Nicht-Profi-Sportarten. Deswegen haben auch wir bei den Frauen Bundeswehrplätze und bei den Männern eben nicht. Und dann ist es letztendlich die Entscheidung vom Bundestrainer, wem er die Plätze geben kann. Das ist natürlich sehr gut. Das sind dann unsere Profis, eben bekommen dann eben ihren Sold von der Bundeswehr und können halt zweimal am Tag trainieren. Mein Name ist Thomas Schädler, 54 Jahre alt. Nach meiner Spielerlaufbahn bin ich direkt ins Trainergeschäft eingestiegen, habe dann die DNL-Mannschaft in Rosenheim sehr lange Zeit trainiert, über 15 Jahre. Und eben seit Juni bin ich jetzt Frauen-Bundestrainer. Selbstvertrauen. Spaß. Auf geht's. Und jetzt hat man schon richtig spüren können, erkennen können, also die Mädels sind bereit, die sind heiß. Warum? Klar, es geht um Olympia, denn 2002 Salt Lake City waren wir dabei, 2006 in Turin Platz 5, das beste Ergebnis ever, waren wir auch dabei, das letzte Mal erst wieder in Sochi 2014, und das ist das große Ziel für das Team und für den Head Coach Tom Schädler. Und jetzt ist klar, der Traum, jeder will nach Peking. Und wir machen uns aber da keinen Druck, wir wissen, dass wir stark sind, dass wir das schaffen. Aber trotzdem hat das enorme Bedeutung jetzt für die nächsten Jahre für das Frauen-Eishockey in Deutschland. Die Olympia-Quali ist tatsächlich sehr wichtig, auch im Hinblick auf, worüber wir schon geredet haben, Bundeswehrplätze. Das ist natürlich, kann man nicht nur Bundeswehrplätze dazu bekommen, sondern kann sie auch gestrichen bekommen. Und das wäre natürlich wieder ein Rückschritt für uns, was wir vermeiden wollen mit allen Mitteln. Ich glaube, das Turnier ist gerade
allerhöchste Priorität. Wir müssen einfach genau unseren Peak so haben, dass wir unser allerbestes Eishockey spielen können bei der Olympia-Quali. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das machen werden. Wir haben ein ganz klares Ziel und das ist das Ticket lösen. Wenn wir unser Spiel spielen, wir uns auf uns konzentrieren, dann sind die Chancen sehr gut. Ich hatte schon mal das Glück, bei den Olympischen Spielen dabei gewesen zu sein. Das ist, ich glaube, der Lebenstraum von so ziemlich jedem Sportler. Und wenn man sowas dann erreicht, dann ist das natürlich irgendwie ja, brutal erleichternd und man kann es dann irgendwie nochmal ganz anders sagen. Aber dieser Flair in dem olympischen Dorf, das ist einfach was ganz Besonderes. Erlebt man bei keiner WM, bei keinem anderen großen Turnier. Und man weiß, in den zwei Wochen schaut eigentlich die ganze Sportwelt nur dahin. Und ja, es ist echt schwierig in Worte zu fassen. Aber man, also allein wenn ich das erzähle, kriege ich eine brutale Gänsehaut, weil es einfach ja, unbeschreiblich ist. Was nehme ich mit für mich? Einmal die Leidenschaft, die Liebe zum Sport und der unglaubliche Wille, unbedingt dabei sein zu wollen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Dafür müssen sich unsere Frauen qualifizieren. Live und exklusiv zu sehen bei uns bei Magenta Sport. Alle drei Spiele gegen Dänemark, Österreich und gegen Italien. Was will das Eishockeyherz eigentlich mehr? Bis dahin, ciao for now aus Füssen.